Nee. Kommt nicht gut. Piepst mir zu viel hier. Der hat noch ein Messer, oder? Jawohl. Hier habe ich jetzt schon wieder. 3. 3 ist gut. So ein Mittelmaß. So. Jetzt habe ich glaube ich wieder alle ausgeschalten. Jetzt alter Ninja. So. Finde den Schalter, um den Rote zu stoppen. Natürlich. Jetzt schon wieder. Nein. Das ist der Rote. Wichtig ist das dicke Kommunistenzeichen da drauf. Mhm. Und dann... Muss hier der Schalter irgendwo sein. Ist der tot. Und den loot ich erstmal. Oh, Tabulator. Eintrag 2. Sieht aus, als ob der Generalsekretär Mosquin von der roten Linie nicht viele Entscheidungen trifft. Es scheint, dass er selbst Korputz Geisel ist. Der einäugige General hält ihn mit einer Hand im Schwitzkasten, während er mit der anderen Figur auf ein riesiges Schachbrett versetzt. Und dass die Metrophin ist. Ach ja. Aber warum toleriert der Generalsekretär solche Anmaßungen und gibt sich dessen Forderungen hin, wenn er ihn doch eigentlich einfach entlassen oder hinrichten lassen könnte? Was macht Korput so stark? Wissen vielleicht? Ich muss mich mit Pavel treffen. Er kann mir bestimmt alles sagen. Wir werden sehen, wie weiterhin seine Lieder über Gleichheit und Gerechtigkeit und über einen Staat für jedermann singen wird. Dieser Verräter. Gut, dann machen wir mal... Ach, da ist noch ein Ding. Gut, gut, gut. Radio. Wo ist... Hier war nicht mal der Schalter, ey. Oder was? Der Schalter ist da drüben oder so. Ist der nicht hier der Schalter? Für die Rockmusik. So, jetzt klappt es zu da. Ach, da ist er. Boom. Dunk, dunk, dunk. Jetzt kann ich... Ach, hier kann ich jetzt durch. Jawohl. Oh, bin ich denn jetzt wieder? Jetzt kann ich gleich meine Gasmaske abnehmen. Hast du die Lieferung angenommen und den Lieferschein unterschrieben? Klar, hab ich. Wow, 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 wow. Kommt man hier runter? Ach, da hinten geht's ja. Das für ein riesiger. Ach ne, das ist nur ein länglicher. So. Assassination. Shit, ich habe hier nur noch ein Messer. Wenn ich da eine Granate reinschmeißen würde, dann würde das hier alles gleich erledigen. Oder? War das jetzt doof? Nein, versteckt sich.
Das war jetzt zu viel. Auf einmal, da die Song. Oh Mann. Dann probieren wir es einfach nochmal. Boah, Gott, hast du mir jetzt erschreckt. Ja, genau, ist ja Fascho. Bin ich gerade schon wieder gestorben, wenn du weg warst. Super. Aber wenigstens bist du ein bisschen weitergekommen, ha? Oh oh. Ich bin für Brandbomben. Hauptsache, ich stech den Zinn das mal. Das ist nicht gut. Warum habe ich eigentlich... Was wollte ich da eigentlich? Vielleicht nicht. Ich glaube, die haben nicht gemeint, dass sie so einen Scheiß mal durchmachen müssen, wahrscheinlich. Ich habe sie sogar relativ effektiv gekillt. Und dann habe ich so geguckt. Kopf hoch. So ein braver Junge. Nicht verstecken. Ich denke dauernd, weil dieser scheiß Kreis rot ist, dass ich den Ziel so nehme. Oh toll, noch 28 Schuss, das ist nicht gut. Also der ist jetzt auf jeden Fall tot. Also die kann ich ja übrigens gleich mal abnehmen, glaube ich. Ich habe auch keine angehabt. Bravo Munition. Nee, das ist diese Spezialwährungsscheiße. Achso. Ja, wenn schon, dann schon. Wenn das doch gleich das. Klar spielt der gleich so einen richtigen Schinken. Warte. Schinken, da ist ein Teddy drin. Ich weiß schon, was da ist, wo die hergekommen sind. Och, Scheißdreck, ey. Was soll denn der Kack? Die sind einfach aus dem Nichts gekommen, ist schon klar. Ah. Okay. Und wer hat doch der noch? Ach, egal. Habe ich jetzt eigentlich wieder Dinger? Ja, habe ich.
Hier ist ja gar nichts los, ey. Nee, nee, nee. Geh mal halt da lang. Dazu ist sie überhaupt nichts. Haben sie nicht gesehen. Hallo, ruhig bleiben. Sehr dumm, ja, egal, ich wollte doch nur was sehen. Ey. Könnte sein, dass ich jetzt sterbe. Wo schießt der zum Teufel? Ich sehe ihn nicht mal. Mann, wie ich sowas hasse, ey. Okay, ich mach nicht mehr das Licht an. Sehen wir halt einfach nichts mehr. Chill mal, die reden noch miteinander, dann werde ich auch gleich entdeckt. Deine Kameraden sind um dich herum, aber dann raschelt irgendwas in den Spinnweben und das Geräusch lässt dein Blut gefrieren. Warum fackelt ihr die Spinnweben nicht ab? Das tun wir ständig, aber nach wenigen Wochen haben die verdammten Biester wieder alles mit dem Zeug bedeckt. Verdammt, die sind schon eine Plage. Was? Zum Teufel auf! So. Mistet. Mistet. So, und wo geht's jetzt lang? Warte mal, ein Ding ging nach oben irgendwo. Ja, was ist das? Eine Schatulle. Oh, leckere Währung. Dicke Munition, Junge. Ich glaube, hier geht's langsam raus. Na. Blöde Idee. Kann ich nicht laufen oder so? Ja. So, ich hatte jetzt die Scheiße ausgeben müssen. Oh, das war auch doof. Du links ist noch. Ja, das sind noch genug. Jetzt weiß ich, warum sie mich die ganze Zeit sehen. Da rechts müsste er sein. Ich hab da vorne irgendwas bewegen gesehen. Oh, 3 Medipacks hatte der Junge. Ich glaube, jetzt bin ich langsam unten und raus. Jetzt passiert irgendwas gleich. Jetzt glaube ich, habe ich es geschafft, raus aus dem roten Bunker. Kann ich wieder Spinnenweben anzünden?
Vielleicht irgendwo. Oder nicht. Lass mich raten, dieses Licht zeigt mir den Weg. Lass mich raten, das können wir so spinnen wie hier. Schieß ihn auf den Bauch. Irgendwas kommt gleich auf jeden Fall. Wenn man noch ausgerüstet wird mit den Dingen. Ich hab jetzt tierische Angst und ich kack mir gleich in die Hose. Wichtig ist, dass meine Gummistiefel quietschen. Jetzt passiert was. Oh oh. Bleib unten, sonst macht dein Gehirn Platsch. Das ist doch bestimmt ein Freund von mir. Bist du das? Jawohl. Hast ich geschafft. Konnte über meinen alten Bekannten, Schmied, einen Bericht an den Orden schicken. Zumindest wird Miller wissen, dass ich noch lebe, dass ich den Auftrag nicht abgeschlossen habe, aber auch noch nicht davon zurückgetreten bin. Gut. Und ich würde sagen, damit es gespeichert hat, beenden wir die Aufnahme. Jetzt hat es gespeichert. Gut. Alles klar. Danke fürs Zuschauen, Leute. Es war sehr lustig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.